Willkommen, meine lieben Freunde, zum neuen Video auf meinem Kanal. Heute zu mein, wahrscheinlich meinen letzten Food Champions Reborns, Freunde. Wenn es euch auf jeden Fall gefällt, sehr, sehr gerne Daumen hoch geben. Wenn es euch natürlich gefällt, sehr, sehr gerne auch ein Abo da lassen. Schreibt gerne rein, was ihr gezogen habt, Freunde. Und dann würde ich sagen, legen wir direkt los. Ab geht's. So, Freunde, ihr braucht noch günstige Spiele, PSN-Karten oder sonstiges. Schaut gerne bei meinem Partner Eneba vorbei. Mit dem Code Alex96 bekommt ihr nochmal 3%. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Ab geht's. Freunde, dann würde ich sagen, gehen wir einfach rein in die Player Picks, schauen wir mal, was die geben. Wie gesagt, die letzten Wochen war katastrophal und genauso geht das auch weiter. Ja, wie gesagt, jede Woche Player Picks zum Vergessen, immer unter 100.000 wert. Werde ich mir nicht mehr geben. Ist auf jeden Fall eine gute Entscheidung, da nicht weiter zu spielen. Wollen wir uns den zweiten Schmutzhaufen noch ab, gucken wir mal, was es hier noch gibt. Ja, weiß nicht, ob ich einen Lorente mitnehmen soll, weil er halt am nicesten so noch aussieht. Die anderen habe ich halt schon gefühlt. Ja, sehr, sehr schlecht, muss man wieder sagen. Aber das wird zu machen. Nehmen wir einen Fick hier einfach mit für Rating, falls wir für SBC abgeben. Scheiß drauf. Werden wir wahrscheinlich eh irgendwo in Icon Pack oder so verballern, diese Sachen. Dann würde ich sagen, gehen wir rein, Freunde. Wir haben natürlich jetzt hier durch Rivals Rang 2 4 seltene Megapacks. 200k Packs und hier noch ein Pack durch die Courtois SBC habe ich angefangen, weil ich ein paar Doppelte hatte. Gucken wir mal, ob was kommt, aber ja, ich bin ehrlich, mein Pack lag dieses Jahr katastrophal, also keine Ahnung, fehlen mir auch echt die Worte, was da für eine Scheiße für Woche kommt, deswegen werde ich mir das auch nicht mehr geben. Ja, gucken wir einfach mal, was wir so rausziehen, Freunde. Fangen wir mit den seltenen Megapacks an. Sollte ich ein paar doppelte untauschbar kriegen, werde ich die natürlich recyceln und natürlich dann so La Liga Player Picks machen, Freunde. Gucken wir mal. Ja, wie gesagt, geht ja schon mal gut los mit so einer Cornyball-Kack-Karte. Gucken wir mal, was wir bekommen. Wie gesagt, wird wahrscheinlich wie jede Woche Schmutz sein. Wir haben immerhin nichts doppelt, weil wir fast alles abgestoßen haben in diese Upgrades. Aber ja, das hier können wir eh abstoßen. Gucken wir mal, Freunde, was wir hier noch rausbekommen. Ah, wie gesagt, ich erwarte da gar nichts, weil jede Woche aufs Neue wird man eh enttäuscht, deswegen, ja, man zieht ja gar nichts gefühlt, skippen wir auch. Wie gesagt, ich hätte die eh eigentlich geöffnet im Stream, diese Packs, weil die eh nicht so krass sind, aber ich musste weg, deswegen hatte ich nicht mehr so viel Zeit. Ja, ich denke mal, das geht dann trotzdem klar als Video, so für die, die es sehen wollen, ist okay, für die, die es nicht sehen wollen, ist halt so, schauen wir mal. Eieiei, seltene Megapack, komm, da muss doch ein Walkout aus 4 möglich sein, also 4 Stück wieder kein Walkout, wäre Skandal, immerhin trotz, komm, gönn einen guten, ja, war klar, dass dann so einer kommt, so eine Mülltonne da, aber ja, was zu machen, nehmen wir mit, egal, 85er Rating, besser als nichts, aber da wird es natürlich in La Liga trotz ziehen und nicht so eine Tonne da, ja, den noch, okay. Immerhin wieder den Verein ein bisschen auffüllen, das ist schon mal nicht schlecht. Remy haben wir den doppelt, haben wir doppelt, werde ich schnell ein Upgrade machen, Freunde. So, Freunde, letztens mal wieder in La Liga Player Pack, gucken wir mal, ob die gönnen. Ja, geht sogar klar. Jiménez habe ich nicht abgestoßen, Freund, für Courtois. Dann nehmen wir den Inform mit, 83er Inform ist jetzt auch nicht so verkehrt, nehmen wir den Inform mit, weil... Doppelt, da wäre jetzt unnötig. Gucken wir mal, nächste seltene Megapack dann, was die noch gönnen. Also bis jetzt, ja, ist wieder sehr, sehr schlecht, muss man leider sagen. Haben wir hier nochmal 2 seltene Spielerpack bekommen. Den 85er zähle ich nicht mal als Walkout. Also wir haben immer noch so gesehen, wieder kein Walkout bis jetzt. Das ist halt, keine Ahnung, mir fehlen da auch echt die Worte, so wie schlecht auf meinem Account das Pack-Luck läuft, so. Keine Ahnung, Freunde. So, ich hoffe, ihr habt mehr Glück. Wir haben auch diese Packs noch. Ich weiß gerne, wenn ich die öffnen werde. Aber zu La Liga habe ich halt schon sehr, sehr viele. Ich denke, die werde ich irgendwann anders öffnen. Bitte jetzt gönn mal einen aus La Liga. Ach, das ist nicht mal Portugal. Echt der Flügel, ja. Natürlich nicht mal Ronaldo. Jeder zieht Ronaldo untauschbar. Ich ziehe immer dieselben Mülltonnen. Immer dieselben Mülltonnen untauschbar. Das TSC wäre morgen vielleicht trotz, aber da hätte man den eh nicht gezogen, deswegen, ja, völlig in Ordnung, dass wir jetzt ziehen, aber, ja, Katastrophenpacks wieder. Haben wir noch 200er, wie gesagt, gucken wir mal, ob wir das hier weiterhin so gut beenden oder, ja, 100k Pack,
Ding. Wie man das kennt von den 100k Packs, natürlich ein 84er. Kuss geht raus, EA. Danke auf jeden Fall. Freunde, letzte 100k Pack. Gucken wir mal, wenn da jetzt kein Walkout kommt, wäre sehr, sehr schlecht. Und wie gesagt, würde sich dann bewahrheiten, warum man das nicht spielen sollte. Ja. EA Sports, ja, nee, ich werde jetzt nicht beleidigen. Was das Precalo 81er in einem 100k-Pack, also ja. Gute Entscheidung, diese Scheiße sich nicht mehr anzutun für so Müll-Rewards. Sollen die jemand anderes verarschen? Ich werde das nicht mehr tun, Freunde. Für so Mülltonnen-Rewards, jede Woche zieht man die schlechtesten Karten, die man ziehen kann. Gebe ich mir nicht mehr, wie gesagt, wer sich weiterhin da von den Rewards und so, von dem Gameplay verarschen lassen will, kann das gerne machen. Ich bin raus. Ihr Sports, ihr könnt mich mal. Ich sag, wie es ist. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, das Video, Freunde. Wenn ja, gebt mir sehr gerne einen Daumen hoch. Lasst es sehen, ein Abo da. Und dann würde ich sagen, ja, hören wir uns die Tage. Wie gesagt, haltet die Ohren steif, Freunde. Ciao, ciao.